Moin und herzlich willkommen zur 408 den Rohstoff-Tagesausgabe der Formationstrader am Dienstag, dem 6. November 2012 und Silber. Ja, Zakatum! 3% geht es nach oben mit einem höheren Hoch, einem höheren Tief. Wir haben ein steigendes Momentum. Wir haben eine Kaufformation mit einer steigenden K- und D-Linie und wir sind dran an der oberen Begrenzung dieser bullischen Keilformation. Und damit ist es deutlich wahrscheinlicher, dass wir hier diese Tiefs gesehen haben und dass die Korrektur zu Ende ist. Zumal das Ganze hier auch von Volumen begleitet gewesen ist, zeige ich Ihnen gleich bei GLD. Und es ist deutlich unwahrscheinlicher, dass wir hier noch tiefere Kurse sehen werden. Aber sicher ist natürlich hier nichts. Wir hatten in der Wochenendausgabe miteinander besprochen, dass Silber hier eine bullische Keilformation bullisch aufgelöst hat und dass wir im Bereich der 20 und der 50 Wochenlinie sind und dass hier sehr, sehr viel Unterstützung ist und dass durchaus der Markt vielleicht tiefere Tiefs machen kann, dass er einen Schatten nach unten bilden kann, aber das ist deutlich wahrscheinlicher ist, dass wir hier im Bereich der 20 und der 50 Wochenlinie oberhalb dieser Unterstützungszone schließen würden, zumal das Ganze hier im Monatschart eine Kaufformation gebildet hat und diese bullische Bewegung von mehr Volumen begleitet gewesen ist als die bärische Bewegung. Und darum galt es auch trotz dieser sehr, sehr bärischen Bewegung diese Unterstützungszone zu respektieren. Ich sage Ihnen das ganz ehrlich, ich hatte fast erwartet, dass wir am Montag ein sogenanntes Snapback machen. Das heißt also Ausverkauf und sofort kommt der Markt wieder zurück. Ich hatte Ihnen, wenn Sie das Wochenendvideo geschaut haben, am Ende Ihnen diese Snapback-Bewegung zum Beispiel, wir hatten das Ende Januar bei Gold im Jahre 2011 mal gesehen, dass der Markt anfängt, sich dann zu stabilisieren. Bullish wird diese bullische Bewegung sofort abverkauft, aber auch die Bullen wieder zurückkommen und diesen Markt kaufen. Das ist etwas, was passieren kann innerhalb einer bullischen Korrektur. Viel wichtiger ist mir, dass Sie sich bitte merken, man muss nicht exakt sagen, wo denn wirklich dieser Boden sein wird, um möglicherweise von dem Boden zu profitieren. Wenn Sie vorher eine sehr bullische Bewegung gemacht haben, die von sehr viel Volumen begleitet gewesen ist und die Bewegung zurück von wenig Volumen begleitet gewesen ist und Sie kommen im Bereich von interessanten Unterstützungsmarken, Unterstützungsmarke 1, Unterstützungsmarke 2, dann kann man für ein Positionstrade hier diese Zone nutzen, um sie zu kaufen. Wir sind bei Silber um genau 2 Pips nicht abgeholt worden. Wir sind bei Crude um genau 1 Pip nicht abgeholt worden. Warum ist das passiert, kann ich Ihnen sagen, weil wir Glück hatten. Und zwar nichts weniger und nichts mehr, als dass wir in diesem Falle einfach nur Glück hatten. Es hätte auch sein können, dass unsere beiden Positionen hier um 2 Pips ausgestoppt werden und anschließend läuft der Markt wieder zurück. Und trotzdem, und darauf kommt es mir nicht an, nämlich an, war es und wäre es, auch wenn wir ausgestoppt worden wären, die richtige Vorgehensweise gewesen, diese Unterstützungszonen jeweils zu kaufen mit kleinen Positionen und nicht seine Trades wegzuwerfen, auch wenn wir ausgestoppt worden wären. Es ist nämlich so, wenn Sie immer wieder beim Trading das Richtige machen und das Falsche nicht machen, dann ist es so, dass Sie am Ende des Jahres häufiger Glück haben, als dass Sie Pech hatten. Ob Sie es glauben mir oder ob Sie es mir glauben können oder nicht, so ist das Wesen des Tradings. Nochmal, Glück gehabt, Glück auch erzwungen, wenn Sie mich fragen. Was man hier auch wiederum sehr gut sehen kann, am Wochenende hatten wir miteinander gesprochen, 200-Tage-Linie, man braucht immer eine Toleranzgrenze, wenn es darum geht, ob eine 200-Tage-Linie wirklich bullisch oder bärisch genommen worden ist oder nicht. Wir sind am Widerstand, horizontale Marke 31,80, das war nämlich hier diese Unterstützungszone gewesen und das schaffen wir per Tagesschlusskurs zwar ober hinter uns zu lassen, allerdings kommen wir jetzt hier in einer kleineren Zeiteinheit im 4-Stunden-Chart jetzt wieder zurück, nämlich an diese Zone um die 31,66 per 4-Stunden-Schlusskurs. Große, große Unterstützung, wenn der Markt noch einmal zurückkommen wird und es ist eher wahrscheinlich, dass wir uns dann hier in dieser Trading Range mit der 31,66 und der 32,42 beschäftigen werden. Es ist deutlich unwahrscheinlicher, dass der Markt jetzt hier tiefere Tiefs machen wird. Und noch einmal, es ist so wichtig, dass man Art 1 Trendlinien richtig zeichnen und A2 Trendlinien lernen zu respektieren. Und wenn Sie mögen, ab dem Jahr 2013 besprechen wir mit Ihnen. Und wenn Sie glauben, man kann einfach nur irgendwelche vermeintlichen Körperkanten miteinander verbinden, das ist mitnichten so. Es steckt ein System dahinter. Es ist ganz wichtig, dass man das erlernt. Und wenn Sie mögen, können Sie ab dem Jahr 2013 in unseren Seminaren dann auch erlernen, wie man Charttechnik anwendet und das Ganze für das Trading dann auch umsetzt. Noch einmal zurück dazu, 31,66, 32,42
ist die Trading Range, mit der wir uns zunächst einmal für die nächsten Stunden und möglicherweise auch für die nächsten Tage beschäftigen müssen. Abwarten, ob der Markt wirklich so bullish ist, dass er einfach so mir nicht, dir nicht, warten Sie, ich hole Ihnen ganz kurz nochmal den Tageschart zurück, einfach so mir nicht, dir nicht, hier nämlich über diese 20-Tage-Linie drüber gehen wird, die 20-Tage-Linie ist im Bereich der 32,29, bedeutet also, das ist dann innerhalb dieser Trading Range. Wenn wir uns GLD im Tageschart anschauen, Volumen, das war das, was hier uns die ganze Zeit nämlich gefehlt hat. In dieser gesamten Korrektur hatten wir weniger Volumen. Dieser Ausverkauf am Ende einer bullischen Bewegung, sehr viel Ausverkauf, ist nicht mehr unbedingt bärisch. Das, was mir gefehlt hat, ist, dass auch zumindest ein bisschen die Bullen diesen Markt nach oben kriegen, sondern es wurde nur gekauft. Man kann sich natürlich fragen, wer verkauft denn eigentlich am Ende einer Korrektur und wer kauft in der Korrektur denjenigen, die das gerade hinschmeißen wollen, noch ab. Ist auch mehr bullisch, als dass es bärisch ist. Es hat aber gefehlt, dass die Kerze das Ganze bestätigt. Egal. Diese bullische Bewegung hat mehr Volumen bestätigt. Also, dass wir hier durchaus diese Unterstützungszonen gesehen haben und gerade dabei sind, eine Trendumkehr zu bilden. Was ich ganz interessant finde, ist diese trendbegrenzende Linie. Wir hatten sie schon mal gebrochen. Kommen nochmal zurück. Kommen nochmal ran an diese Zone um die 16,93, an diese Trendlinie, und dann wird der Markt nochmal richtig bullisch, wird die Trendlinie nochmal gebrochen, in Ordnung. Wenn es so ist, wir können uns mittlerweile von dieser Trendlinie verabschieden und sind auch hier innerhalb einer Trading Range 17, 18. Die Marke müssen Sie kennen per Tagesschlusskurs, ganz, ganz, ganz wichtige Marke, und die untere Begrenzung dann wieder die 1700er Marke, das war nämlich unsere alte Trading Range gewesen. Um die 17,05 und mit der oberen Begrenzung hier ganz wichtig die 17,18, da waren wir nämlich nicht drüber gegangen. Warten Sie, verschieben wir das hier und setzen das hier an die 17,20 hier per Tagesschlusskurs. Aber ganz, ganz, ganz wichtige Zone, in der wir uns hier befinden. Diese Morningstar-Formation sieht man hier sehr, sehr wunderbar. Sehr bärische Kerze, in der Regel Doji-Kerze, nicht ganz klar, hier als Doji-Kerze. Und dann anschließend eine ähnliche Kerze wie die rote Kerze, dann aber als bullische Kerze. Und auch hier nochmal zurückzoomen. Wir hatten hier eine Unterstützungszone ausgemacht und diese Unterstützungszone war noch nicht bärisch gebrochen gewesen. Und die hatte hier noch weitere Unterstützungen, selbst wenn wir weiter zurückgekommen wären. Nochmal für Sie aus edukativer Sicht, wenn Sie als Reversal Positionen aufbauen, Art 1 nicht Positionen aufbauen, wenn der Markt einfach gerade ausverkauft worden ist. In meinem Dafürhalten ist es nicht hilfreich. Deswegen haben wir uns auch hier zurückgehalten. Da muss man wirklich die Stärke kaufen. Aber wenn der Markt schon mal Stärke gezeigt hat, wenn der Markt mit Volumenstärke gezeigt hat, dann in der Korrektur durchaus die Möglichkeit, dann zu sagen, okay, das muss also die Nebenbewegung sein, und dann hier versuchen, eine bullische Position aufzubauen. Entscheidend hier, damit man seine Position am Ende nicht weggeworfen hat, war, ob Sie eine zu große Position gewählt haben und ob Sie in der Lage gewesen sind, Emotionales auszuhalten, dass der Markt hier in diesen grünen Kasten hineingeht, um dann wieder nach oben durchzulaufen. Widerstand, nicht nur die 17,20 per Tagesschlusskurs, sondern auch die 20-Tage-Linie, die aktuell nach unten kommt. Wir hatten miteinander besprochen, dass wir jetzt immer wieder einen Blick werfen auf die anderen Rohstoffe. Platin hatten wir auch am Wochenende miteinander besprochen. Nicht nur, dass wir hier ein großes gleichschenkliges Dreieck haben, sondern dass wir hier drei gleitende Durchschnitte haben. 200er, 20er, 50er, und deswegen war es deutlich wahrscheinlicher, dass wir hier diese Unterstützungszone halten sollten. Es war deutlich unwahrscheinlich, dass wir diese Unterstützungszone abverkaufen würden. Wir machen aktuell, und die Woche ist ja gerade zwei Kerzen alt, ein höheres Tief, ein tieferes Hoch. Und wenn man sich das Ganze hier im 4-Stunden-Chart anschaut, Sie sehen, Tief, kommen noch einmal zurück, kriegen hier Stabilisierungstendenzen und jetzt kommen wir nach oben. Wir bleiben innerhalb einer Trading Range, obere Begrenzung 15,83 im 4-Stunden-Chart, und wenn wir es schaffen sollten, diese Trading Range bullisch nach oben aufzulösen, dann haben wir auch diese bullische Keilformation im Tageschart auf der Bullenseite bullisch aufgelöst. Die ist dann im Bereich der Marke von 15,75. Und Sie wissen, Keilformationen verlaufen sehr dynamisch und es ist nicht selten, dass Sie sich dann nicht um die gleitenden Durchschnitte kümmern. Und dann kann es, wenn es tatsächlich so ist, dass wir uns hier nicht um die gleitenden Durchschnitte kümmern sollten, dass wir dann an die Zone von 16,22 heranlaufen sollten. Das Bullischste, was ich heute bei den Rohstoffen gesehen habe, war Crude, im deutschsprachigen Raum auch WTI genannt, in der Spitze plus 4%, und wir sind hier, wie gesagt, um einen Pip nicht abgeholt worden. Und noch einmal, ja, wir haben Glück gehabt, das Glück muss man sich aber auch erarbeiten. Trendbegrenzende Linie,
Körperkante ist bullisch gebrochen, allerdings die fallende 20-Tage-Linie, die fängt uns hier auf. Wir sind aber oberhalb dieser horizontalen ehemaligen Unterstützung und dann Widerstandszone bei der 87,77 per Tagesschlusskurs gekommen. Wir werden uns jetzt mit dem Schatten beschäftigen müssen. Der Schatten befindet sich im Bereich der 89,90 und dann gibt es die nächste horizontale Widerstandsmarke im Bereich der 89,98 und wir wollen eigentlich gerne hier unsere Position im Bereich dieser trendbegrenzenden Linie immer unterstützend dann abgebaut haben. Wir werden dann, wenn wir hier diese Bewegung fortgesetzt haben, durchaus beginnen, auch eine kleine Position dann mit engeren Stop-Losses zu versehen. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie mögen, wenn Sie Interesse haben, schauen Sie sich doch bitte unsere Forex-Ausgabe an, da haben wir das stärkste Pärchen erneut wieder greifen können. Da sind wir ebenfalls sehr froh drum und da sind wir um ganze 5,50 abgeholt worden. Wir haben gerade eine glückliche Zeit und wissen Sie, wenn man eine glückliche Zeit an der Börse hat, dann ist das Allerwichtigste, dass man sagt, danke lieber Chart, denn man darf nicht mit seinem Ego beim Trading zu groß rauskommen. Wann immer Sie sich zu sicher fühlen, wann immer Sie das Gefühl haben, ich habe den Markt im Griff, es dauert keine 2 Tage und der Markt zeigt Ihnen, dass nur der Markt Sie im Griff hat und nicht andersherum. Und damit Ihnen das nicht passiert, dass Sie zu viel Ego-Trading betreiben, brauchen Sie ein System und Sie brauchen immer ein Stop-Loss. Bitte traden Sie, wann immer Sie traden, mit einem Stop-Loss. Hoffentlich. Bleiben Sie alle gesund und uns Formationstradern gewogen. Mein Name ist Hamed Esnaschari alias Wolke P.